Willkommen zurück bei Camp Follett, die Säulen der Erde. Ja, jetzt im dritten Buch, im Auge des Sturms, also das letzte Buch quasi aus der Reihe. Lange ist es her, das letzte Mal habe ich das Spiel gestartet, habe ich letztens gesehen, Anfang Januar. Das heißt, sie haben sich jetzt mit dem letzten Teil doch noch etwas Zeit gelassen. Aber sollen sie ruhig, wenn es dann trotzdem genauso geil ist wie die anderen Teile. Wir spielen einfach mal weiter und gucken mal, ja, was denn überhaupt passiert ist. Das weiße Schiff. Es war eines der schnellsten Schiffe, die je gebaut wurden. Der Mann, der jetzt König von England sein sollte, war an Bord. Der Sohn König Henrys. Beim Prinzen waren 140 Ritter und viele Adlige. Alle auf dem Weg von der Normandie nach England. Es heißt, das Schiff sei auf die Felsen gelaufen. Und ein Feuer brach aus. Noch vor der Abfahrt des weißen Schiffs hätten der Prinz und seine Mannen zu trinken und zu streiten begonnen. Mönche, die die Reise segnen sollten, seien gezwungen worden, von Bord zu gehen. Man sagt, das Schiff sei verflucht gewesen. Der Sohn des Königs und viele seiner Familie wurden in jener Nacht von den schwarzen Fluten verschlungen. Ihr vergesst ein wichtiges Detail. Nicht nur diese Mönche verließen das Schiff, bevor es ablegte, sondern auch Stefan von Blois, der Neffe des Königs. Er wurde krank, wie es hieß. Dieses alte Gerücht. Derselbe Stefan, der sich jetzt König von England nennt. Was? Das kann kein Zufall sein. Wieso nicht? Natürlich ist er jetzt König. Er ist der Neffe des Königs und er hat überlebt. Was sagt ihr dazu, Milord? Ich denke, Stefan ist ein kluger Mann. Klug genug, um seine ganze Familie in den Tod zu schicken. Aber warum jemand über diesen gottverlassenen Felsen herrschen will, werde ich nie verstehen. Warum sagt ihr so etwas? Ich liebe mein Land. Wieso seid ihr dann fortgegangen? Naja, weil ich etwas Neues sehen wollte. Ich sage euch, was ihr sehen werdet. Ein ordentliches Land, wo Menschen sich zu benehmen wissen. Welches Land soll das sein? Frankreich? Und was ist mit euch? Warum geht ihr fort? Ja, ich suche nach jemandem. Ich suche nach jemandem. Nach wem? Ich schätze, ich sollte mich nicht in eure Angelegenheiten mischen. Verzeiht mir. Ihr Engländer redet ganz schön viel, was? Ich weiß nicht, was ich dabei empfinden sollte, mein Land zum ersten Mal zu verlassen. Ich meine, wie sollte man sich da auch fühlen? Hoffnungsvoll? Hoffnungsvoll? Ich weiß nicht. Vielleicht laufe ich einfach nur davon. Ihr alle solltet euch jetzt ausruhen. Es dauert nicht mehr lange, bis wir Cherbourg erreichen. Gott sei Dank. Ich kann es kaum erwarten. Dedelic Entertainment und Bastei Lüppe present. Säulen der Erde.
Buch 3. Im Auge des Sturms. Kapitel 15. Die Reise. Cherbourg, Normandie. Im Sommer 1142 hatte ich meine Heimat England endgültig verlassen. Mein altes Leben lag in Trümmern, so wie die Kathedrale von Kingsbridge. Nachdem ich meine Familie und Freunde im Stich gelassen hatte, machte ich mich auf, den Vater meines Kindes zu suchen. Den Mann, den ich immer noch von ganzem Herzen liebte. Jack Jackson. Und so erreichte ich eines Morgens im Juli die Küste der Normandie. Mit nichts als einem Beutel Münzen in der Tasche und einem neugierigen, noch namenlosen Gesichtchen, dem diese neue Welt genauso fremd war wie mir. Das weiße Schiff. Okay, wir können es untersuchen. Das, genau, wird jetzt hier die nochmal die Geschichte sein, die uns gerade auch erzählt wurde. Ja, erstmal nochmal herzlich willkommen zurück oder bei herzlich willkommen bei den Säulen der Erden im Buch 3. Wir starten anscheinend mit Aliena, die ja am Ende des letzten Buches sich aufgemacht hat, um Jack wieder zu suchen. Und dafür ja sogar bis nach Frankreich sich wagt. Ja, wir schauen uns den erstmal an. Ich erkenne das Werkzeug. Ja, ein Steinwetz wie Jack. Ihr seid noch hier? Oh, ihr seid's. Ja, ich versuche gerade meine Füße wieder an festen Boden zu gewöhnen. Der letzte Teil unserer Reise war nicht gerade mein Fall. Tja, hier ist ja doch ein Steinmetz, oder? Der Hammer, den ihr da tragt, seid ihr vielleicht Steinmetz? Das stimmt. Ihr habt ein scharfes Auge, Herrin. Ich erkenne einfach einen Steinmetz, wenn ich ihn sehe. Um ehrlich zu sein, ich bin's noch nicht lange. Habe gerade meine Lehrzeit in Salisbury hinter mir. Davor habe ich mit meinen Eltern Schafe geschoren, aber das war nicht wirklich was für mich. Vater hasst mich immer noch dafür, dass ich gegangen bin. Tja, sie hat ja das Leben auch hinter sich gelassen. Ja, wo würde ein Steinmetz hier Arbeit suchen? Das ja, könnte uns natürlich die ersten Hinweise auf Jack geben. Deswegen, wir fragen das einfach mal. Was werdet ihr tun, um hier als Steinmetz Arbeit zu finden? Weiß nicht. Das muss ich erst rausfinden. Ich habe bloß gehört, dass die Entlohnung hier besser sein soll. Dann wollt ihr einfach von Ort zu Ort ziehen und nach Arbeit suchen? Genau. Und ich werde in Lessay anfangen. Ein anderer Steinmetz hat mir von der Abtei dort erzählt. Er sagte, diese Normannen bauen ihre Kirchen ganz anders als wir zu Hause. Ich will das mit eigenen Augen sehen und vielleicht etwas dabei lernen. Hm, okay. Na, vielleicht ist Jack zur Abtei in Lessay gegangen. Gehen da viele Leute hin? Gehen viele Steinmetze nach Lessay? Ich weiß nicht. Es ist eigentlich ein sehr kleiner Ort. Der Mann, der mir davon erzählt hat, hat dort mal ein paar Reparaturen ausgeführt. Vermutlich hat er auch anderen davon erzählt. Okay. Ja, wir haben unser altes Leben auch hinter uns gelassen. Ich habe mein altes Leben auch hinter mir gelassen. Es ist unheimlich, nicht wahr? Mal ganz neu anzufangen. Ihr klingt auf jeden Fall eher aufgeregt als ängstlich. Oh, ich bin aufgeregt. Geht das nicht jedem so? Ich weiß nicht. Vielleicht. Ich suche nach jemandem. Einem rothaarigen Steinmetz namens Jack Jackson. Er ist vor etwa einem Jahr nach Frankreich gekommen. Ein Berufsgenosse, das ist ja was. Leider kann ich dazu nichts sagen. Schließlich bin ich auch gerade erst angekommen, so wie... Ach, doch nicht. Ich weiß, aber solltet ihr so jemandem auf eurer Reise begegnen, sagt ihm, Aliena von Shiring suche nach ihm. Klar, mach ich. Jack Jackson. Ich halte Ausschau nach ihm. Danke. Den Namen hat er eh vergessen, nachdem wir wieder gegangen sind. Habt eine sichere Reise. Oh, danke. Ihr auch. Okay. Was haben wir da so? Hier ist ein Stand. Falsch, nur eine Überfahrt. Okay. Können wir hier vielleicht weitergehen? Jawohl. Eine Kutscherin. Alles klar. Dann fragen wir sie doch mal. Die will wahrscheinlich richtig viel Kohle haben von uns, dass die uns nach Lessay bringt. Hey, ihr da. Ein ganz schönes Paketchen, das ihr da rumschleppt. Wohin wollt ihr? Kennt ihr den Weg nach Lessay?
Ich will ja nicht sagen, dass wir nach einem Rothaarigen suchen. Schöne Gegend. Aber ich hoffe, ihr wollt nicht zu Fuß dorthin. Ich sag euch was. Ihr gebt mir ein paar Münzen und ich fahr euch hin. Ihr könnt das Ziel immer noch ändern, wenn wir unterwegs sind. Was meint ihr? Ja, ach komm, wir machen's. Wir werden sowieso wahrscheinlich immer wieder verarscht werden. In Ordnung. Bringt mich von hier weg. Sehr gut. Wohin wollt ihr denn? Ja, hab ich dir doch gesagt. Ach so, na klar. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen zur Abtei nach Lessay. Lessay war winzig, aber, wie sich herausstellte, die Reise wert. In der kleinen Abteikirche der Dreifaltigkeit traf ich einen Mönch, der behauptete, mit einem Mann gesprochen zu haben, auf den Jacks Beschreibung passte. Er sei von dem Rippengewölbe der Abtei fasziniert gewesen und habe dem Mönch zahllose Fragen über dessen Konstruktion gestellt. Der Mönch konnte mir zu seinem Bedauern nicht sagen, wohin Jack weitergereist war, aber das machte nichts. Ach so. Ich legte mich auf den Boden des Gästehauses der Abtei zum Schlafen nieder. Und zum ersten Mal seit fast einem Jahr fühlte ich mich erleichtert. Als ich in den Schlaf sank, drückte ich unser Baby an mich und flüsterte ihm in sein rosa Öhrchen: Wir werden deinen Papa finden. Na klar, wenn wir den finden. Okay, nach Le Mans. Ist das hier Le Mans vom 24-Stunden-Rennen oder was? Könnte das sein? Hundfleur und Haarfleur, okay. Ja, wir folgen erstmal den Pilgern. Mein Vater hatte mir Geschichten von Mont Saint-Michel erzählt. Vor langer Zeit hatte der Erzengel Michael Aubert von Avranches aufgefordert, eine Abtei auf dem einsamen Felsen im Meer zu bauen, indem er ihm ein Loch in den Kopf brannte. Das sind nette Leute, die Engel. Man könne in seiner Heimatstadt Avranches immer noch den durchbohrten Schädel sehen. Nett. Es war ein windiger Tag, als ich ankam. Und der Ort war voller Pilger. Pilger und Spielleute. Ich erinnerte mich an Jacks Faszination für diese Geschichtenerzähler und sprach einen an, als dieser gerade eine Pause machte. Und tatsächlich hatte er Jack getroffen, allerdings nicht in Mont Saint-Michel, sondern auf einer Straße, die von dort nach Osten führte. Aha. Anscheinend hatte Jack vergeblich versucht, einen Spielmann zu finden, der sich an seinen Vater, Jack Sherberg, erinnerte. Aber da ihm langsam das Geld ausgegangen war, hatte er in Le Mans oder Tours nach Arbeit suchen wollen. Das war vor ungefähr 6 Monaten gewesen. Ich holte auf. Jawohl. Ja, nach Tours oder nach Le Mans? Tours oder Le Mans? Wir gehen mal nach Le Mans. Le Mans erinnerte mich an die ganzen Unruhen, die ich in England hinter mir gelassen hatte. Vor 30 Jahren war Le Mans von Geoffrey von Anjou, Mathildes Ehemann, aus dem Hause Plantagenet erobert worden. Oh, Plantagenet. Und auch wenn sie die Stadt seitdem gehalten hatten, stritten sich andere Adelsfamilien um sie, wie Mathilde und Stefan um England. Von Jack keine Spur. Aber ich hörte von einer neuen Art Kathedrale, die in Saint-Denis nördlich von Paris im Bau war. Es war nicht unwahrscheinlich, dass Jack dorthin gegangen war, um von den Handwerkern zu lernen. Das heißt, wenn er nicht weiter nach Süden gezogen war, um in einer der vielen Kirchen von Tours Arbeit zu finden, der Heimatstadt von St. Martin. Ach, St. Martin? Der St. Martin? Ja, kacke, jetzt entweder da hoch, zur großen Kathedrale oder nach Tours. Wir versuchen es mal bei der großen Kathedrale. Ja, wir versuchen es da. Ich finde es auch schön, dass die Kutsche dann die ganze Zeit bei uns bleibt. Nördlich von Paris besuchte ich die im Bau befindliche große Kathedrale von Saint-Denis. Sie war noch längst nicht fertig, aber ich konnte schon ihre Großartigkeit spüren. Sie war anders als alles, was ich je zuvor gesehen hatte. Ich nahm an, wenn Jack in die Nähe von Paris gekommen war, wäre er bestimmt hier gelandet. Aber ich hatte mich geirrt. Niemand von den vielen Steinmetzen, die an der Kathedrale tätig waren, konnte sich an ihn erinnern. Mir drehte sich der Magen um, als mir klar wurde, dass mein strapaziöser Marsch nach Paris umsonst gewesen war. Mist.
Also wieder zurück nach Tour. Ah, bitter. Nach zweimonatiger Reise. Tour, Zentralfrankreich. Bonjour. 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 Bonjour, bonjour, bonjour. Wie die Zeichnung, die Tom gemacht hat. Damals in Kingsbridge. Okay. Ein wichtig dreinblickender Mann. Guten Tag. Seid ihr der Baumeister hier? Worum geht's? Ich suche nach einem Mann, der vielleicht hier durchgekommen ist. Ein englischer Steinmetz mit rotem Haar. Er nennt sich Jack Jackson. Ein Rotschopf. Ja. Habt ihr ihn gesehen? Er hat vielleicht hier Arbeit gesucht. Ich brauche keine neuen Steinmetze. Wir machen hier nur Ausbesserungen. War das meine Frage? Aber war er hier? Idiot. Nein, hab ihn nie gesehen. Und jetzt tretet zur Seite, Weib, bevor eurem Kind was auf den Kopf fällt. Lassen Sie uns nicht so einfach abwimmeln. Darf ich mit euren Arbeitern reden? Nein, sie haben zu tun. Und ich kann euch versichern, sie können euch auch nicht mehr sagen. Dann spreche ich mit ihnen, sobald sie ihr Tagewerk vollendet haben. Reine Zeitverschwendung. Das lass mal meine Sorge sein. Ihr habt gezögert, als ich einen Mann mit rotem Haar erwähnte. Seid ihr sicher, dass ihr ihn nicht gesehen habt? Ganz sicher. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube euch nicht. Tja, das ist euer Problem, nicht meins. Warum wollt ihr mir nicht sagen, was ihr wisst? Schon gut, er war Aha. hier, wollte für mich arbeiten, aber ich musste ihn nach ein oder zwei, drei Tagen rauswerfen. Warum? Weil er immer nur wollte. Lasst mich das Dach neu entwerfen, lasst mich das Hauptschiff heller machen. Ja, das ist er. Alles tolle Ideen, aber immer nur Gerede, statt mal das zu machen, was er machen sollte. Scheiße, der Kerl war fast so quengelig wie mein Sohn, als der noch ein kleiner Bengel war. Er weiß schon eine Menge über sein Handwerk. Ich kenne Steinmetze wie ihn. Hochbegabt, aber ohne einen Funken Disziplin in sich. Mit so einem kann ich nichts anfangen. Wisst ihr, wohin er gegangen ist? Keine Ahnung. Vielleicht nach Limoges oder Limoges. Vielleicht sogar nach La Rochelle. Er hatte große Pläne für jede Kathedrale auf Gottes Erdboden. Aber keinen für sich selbst. Ich verstehe. Dann störe ich euch mal nicht weiter. Bon voyage, Madame. Ja, bon voyage. La Rochelle, Angelo oder nach Limoges. Blühendes Kunstwerk, weiterer Ort mit einer Kathedrale. Wichtige und freie Hafenstadt. Wir versuchen es mal hier in dem Kunstzentrum. Welcher da ist er nach Limoges gegangen? Wir hatten gerade Tours verlassen, als mir plötzlich schwindelig wurde. Das ist nicht so gut. Ich hielt an und machte Rast, um wieder zu Atem zu kommen. Dann erbrach ich mich in einen Graben neben der Straße. Locker. Zu meinem Entsetzen war unser Baby auch blass geworden. Sein Atem ging flach wie der eines alten Mannes. Ich gab mir Mühe, nicht in Panik zu geraten. Aber die nächste Herberge war Meilen entfernt und wir konnten nicht auf der Straße bleiben, wo es nass und kalt war. Okay, das ist eher ein Problem. Okay, wir zurück. Weiter in Richtung... Ich würde sagen, wir gehen zurück und rasten. Als wir wieder in Tour waren, wurde das Fieber schlimmer. Ich erinnere mich, wie die Leute mich in einen Raum trugen und auf ein Bett legten. Ich versuchte, mein Kind zu stillen, aber an alles danach kann ich mich nicht mehr erinnern. Als ich erwachte, stand Jack neben meinem Bett. Hä? Er schimpfte mit mir, weil ich ihm gefolgt war. Weißt du, du könntest gehen, wohin du willst, flüsterte er.
Warum bist du so dumm und folgst mir? Junge, bleib mal ruhig. Ich versuchte zu antworten, aber er öffnete das Fenster und sprang hinaus. Ins alte Griechenland oder vielleicht den ganzen Weg nach Arabien. Und in meinem Fieber folgte ich ihm. Okay, das scheint dir der Fiebertraum zu sein. Ja, ich würde sagen, für heute machen wir an dieser Stelle hier einmal Schluss und sehen uns in der nächsten Folge. Ja, die Weiterfahrt nach Griechenland oder Arabien an. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von den Säulen der Erden. Bis dahin, auf Wiedersehen.